Jo Freunde, was geht ab? Wir haben 7 Uhr genau jetzt. Und damit willkommen zum neuen Video. Ich nehme euch heute mal einen Tag mit. Ihr könnt mir ein bisschen über die Schulter schauen. Wir haben heute einiges zu tun. Wir müssen einen Verstorbenen aus dem Krankenhaus abholen. Ich glaube, einer muss auf den Friedhof, weil da heute die Beisetzung ist. Also es ist einiges zu tun. Und ihr seid heute einfach mit dabei, so gut es geht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich versuche alles so gut mitzunehmen, wie es eben funktioniert. Schreibt dann auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, let's go. Der Tag beginnt mit Besteck vorbereiten. Also nicht das Besteck, was ihr von zu Hause kennt, sondern natürlich das Versorgungsbesteck. Das ist nämlich noch vom Vortag im Ultraschallbad zur Desinfektion. Wie es der Name schon sagt, wird es dort unter anderem mit Ultraschall gereinigt. Da sind jetzt alle Instrumente, muss jetzt auch hier erstmal mit Wasser einmal abgewaschen werden. Wir haben hier Pinzetten zum Tamponieren, einen Rasierer und noch ganz viel anderes Besteck. Und das bereite ich einfach schon mal vor, damit dann später damit versorgt werden kann. Wäsche ist natürlich auch fertig, dann machen wir die halt auch noch. Das sind die Handtücher, mit denen die Verstorbenen nach dem Waschen abgetrocknet werden. Die lege ich jetzt zusammen und dann müssen wir uns auch schon den Sarg für die Überführung auf dem Friedhof raussuchen. Vorher wird das Auto natürlich noch fürs Einladen vorbereitet, also Strom abstecken, Ladefläche ausfahren und dann kann es losgehen. Wir suchen uns den richtigen Sarg aus der Kühlung und bevor wir ihn dann einladen, muss der Sarg natürlich auch zugeschraubt werden. Die Schrauben sind in einem kleinen Beutel an die Innenseite des Oberteils getackert. So weiß man immer, wo sie sind und sie können ganz einfach nicht verloren gehen. Fürs Einladen verwenden wir einen sogenannten Kippwagen. Den kann man nämlich samt Sarg ganz easy nach hinten kippen, sodass das Fußende auf den Ladeschlitten gehoben werden kann. Dann zieht einer den Wagen weg und man kann einladen. So, Ladungssicherung natürlich auch ganz wichtig, damit auch hinten nichts verrutschen kann. Einen Platz haben wir jetzt wie gesagt noch frei, weil da holen wir uns ja gleich den Sarg für die Abholung aus dem Krankenhaus. Den hier fahren wir jetzt erst zum Friedhof und danach geht es dann auch schon weiter. Das Sarglager ist nur ein paar Minuten entfernt, sprich immer wenn wir den Sarg brauchen, fahren wir da halt schnell hin und holen ihn. So, willkommen im Sarglager, das habt ihr ja schon mal gesehen, ich glaube ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Wir brauchen jetzt den da hinten und den holen wir uns jetzt. Bei Abholungen aus dem Krankenhaus ist das Gespräch mit den Angehörigen meistens vor der Abholung. Bedeutet für uns, wir wissen den richtigen Sarg, den sich die Familie ausgesucht hat und holen dann auch gleich damit ab. Bei Haus- oder Heimabholungen ist das oft genau andersrum. Das heißt, wir betten dann einfach nochmal um. Wir haben jetzt in dem Fall wie gesagt den richtigen Sarg und fahren jetzt gleich aber erstmal noch weiter zum Friedhof. Wir holen uns erstmal den Wagen, auf dem wir den Sarg dann gleich abstellen werden. Der ist hier hinten versteckt im Kämmerchen. Zum Ausladen bringen wir den Wagen nah ans Auto und fahren die Ladefläche aus. Der Sarg wird zu zweit vorgezogen, dort dann abgestellt und während wir dann das Fußende anheben, fahre ich den Ladeschlitten ein, damit er nicht mehr im Weg ist und wir ganz entspannt abstellen können. Der Sarg ist jetzt am Friedhof. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Klinikum. Da kommt der Uli. Weiter geht's. Bevor wir jetzt aber im Krankenhaus abholen können, müssen wir dann noch einmal ganz kurz anrufen, dass sie da auch Bescheid wissen. Also da ist es so, die haben unten im Keller sind da die Kühlräumlichkeiten, das sind so ja, Kühlregale, wie ihr es eigentlich von mir aus der Instagram-Story kennt. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut da mal rüber auf meinen Instagram-Kanal, da habe ich euch das mal ausführlich gezeigt. Genau, dann rufen wir an, sagen, wen wir abholen möchten und dann holt er uns den Verstorbenen eben schon mal aus dem Keller hoch, damit wir dann oben, da gibt es so einen Umbettungsraum, den Verstorbenen einfach nur noch umbetten müssen und da nicht extra noch runter in den Keller fahren müssen. Bestattung in Burger, Bauer hier, hallo. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir jetzt dann in so ja, 20 Minuten da werden, um den Verstorbenen abzuholen. Am Krankenhaus angekommen, laden wir erstmal unseren eigenen Wagen aus. Den haben wir hier an der Seite immer mit dabei. Und hier ist Idee mal, man kann den Sarg theoretisch auch alleine ausladen. Wenn er leer ist, geht das eigentlich ziemlich leicht. Aber wir achten schon darauf, dass wir wirklich immer zu zweit sind. Bevor wir umbetten, kommt noch das Inlet. So, das Inlet ist jetzt ausgebreitet. Das dient eben dazu, falls Flüssigkeiten austreten, dass das eben nicht auf die Matratze und den Ausschlag vom Sarg geht. Es kommt immer davor in den Sarg immer ausgebreitet rein. Das Umbetten ging dann wie erwartet relativ schnell. Sarg wird wieder eingeladen und dann geht's auch schon wieder zurück. So, wir sind wieder da. Jetzt laden wir den Sarg aus und den Verstorbenen. Der wird dann auch versorgt gleich. Und
Ich fahre aber gleich wieder los zum Fürther Friedhof, nehme wieder zwei Särge mit, zwei Verstorbene und mache zwei Vorfahrten. Was das ist, erkläre ich euch aber gleich. Jetzt müssen wir erstmal ausladen. Und hier könnt ihr das mit dem Ausladen nochmal schön sehen. Wir ziehen den Sack vor, heben ihn an. In der Zeit fahre ich den Schlitten ein und wir können ausladen. Ich fahre jetzt los zur Vorfahrt. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das Sargeinladen habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich glaube, das habt ihr heute oft genug gesehen. Aber was ist eigentlich so eine Vorfahrt? Also eine Vorfahrt, ich fahre jetzt in dem Fall zum Friedhof. Eine Vorfahrt ist eigentlich nur die Kontrolle, ob der Verstorbene richtig und ordnungsgemäß eingebettet ist, ob es auch wirklich der Verstorbene ist. Es wird eben alles vom Friedhofspersonal kontrolliert und nur dann darf der Verstorbene auch aus der Stadt raus, also über die Stadtgrenze, in der er gestorben ist. Ich mache gerade zwei Vorfahrten, die gehen dann auch am Freitag jetzt ins Krematorium Aalen, sind in Fürth verstorben, deswegen muss man in Fürth eben diese Vorfahrt machen. Wäre die Person jetzt in Nürnberg verstorben, dann muss man in Nürnberg diese Vorfahrt machen. Ist die Person in Erlangen verstorben, dann muss man in Erlangen diese Vorfahrt machen und so weiter. Und das mit den Vorfahrten ist tatsächlich auch nicht überall so. Also ich habe jetzt hier von Fürth, Nürnberg, Erlangen gesprochen, da ist das so. Aber das zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, Oberasbach ist auch hier bei uns in der Gegend, da gibt es keine Vorfahrt. Also das gibt es auch nur in Bayern tatsächlich und da auch individuell. Mal in der einen Stadt gibt es das nicht, in der anderen Stadt gibt es das wieder. Kann mir jeder selber entscheiden, von daher ist das ein bisschen random. Aber hier ist es eben so, deswegen fahren wir auch die ganze Zeit zum Friedhof und machen das. So, Vorfahrten beendet. Kontrolle, check, hat alles gepasst. Natürlich, ich habe es nicht anders erwartet. Und ja, jetzt geht's wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was da noch ansteht. Ich glaube sogar noch eine Abholung, die kam spontan rein aus dem Altenheim. Und dann nochmal eine. Ja, seht ihr, so schnell kann sich der Tag wenden von eigentlich nur einer Abholung und zwei Vorfahrten zu drei Abholungen und noch Versorgungen dann wahrscheinlich. Naja, ich fahre jetzt mal wieder zurück und dann geht's weiter. So, das ging jetzt alles gerade ziemlich schnell, deswegen hatte ich nicht wirklich Zeit mitzufilmen. Die erste Abholung ist tatsächlich schon geschafft, vom Friedhof war die, weil der Verstorbene beschlagnahmt war. Bei der zweiten Abholung, die ist aus dem Altenheim, da war der Arzt leider noch nicht da, das heißt, wir können da noch nicht losfahren. Der liebe Uli hat in der Zwischenzeit versorgt und genau, ich mache jetzt die Versorgung noch sauber. Hier bin schon am Putzen. Ja, und dann heißt es eigentlich erstmal nur auf den Arzt warten. Weil vorher können wir natürlich nicht abholen. Der Arzt, der muss den Tod erst bescheinigen, sonst dürfen wir den Verstorbenen nicht abholen. Das heißt, ohne Arzt können wir überhaupt nicht los. Ja, wir warten jetzt. Ich habe noch ein Meeting. Bis dahin mache ich aber jetzt erstmal weiter die Versorgung sauber und hoffe, dass der Arzt schnell kommt, dass ich dann auch schnell los kann. So, Tisch ist wieder sauber. Hier hinten ist auch alles wieder clean. Instrumente sind im Desinfektionsbad. Das machen wir jetzt hier nochmal an. Gereinigt. Ich glaube, jetzt hat ist auch der Ton wieder scheiße. Du bist ja heute für den Außendienst da. Fälligkeiten schieben ja nein und wie ist es mit den Urnen? Richtig? Urnen? Ja. Ja, okay. Ja, ist gut. Scheiße. Was ist los? Ja, zu haben. Direkt aus Verschlucken mal noch eins essen. Dann hatten wir, wie gesagt, ziemlich lange Meeting. Ich habe da natürlich nicht alles mitgefilmt. Danach bin ich heimgefahren. Ich wusste schon, dass eine Abholung noch ausstand. Und das war dann am Abend tatsächlich nochmal soweit. So, weiter geht's. Oder beziehungsweise Update. Jetzt haben wir es Abend. Und jetzt war der Arzt auch da. Bei unserer letzten Abholung für heute. Hoffentlich die letzte. Wir haben jetzt, was ist denn jetzt? 19.45 Uhr. Ich bin hier noch in Freizeitklamotur. Ich ziehe mich jetzt um und dann geht es heute ein letztes Mal nochmal auf Abholung. Dafür wird dann natürlich wieder alles vorbereitet. Eine Kleidungstasche, falls wir schon Kleidung mitbekommen. Dann die Gurte zum Rüberheben und natürlich auch das Inlet zum Ausbreiten im Sarg. Hey, der Uli ist auch da. Hey! Mit wem sprechen wir? Mit dem YouTube-Vlog immer. Ach, es geht weiter. Uli ist auch da. So, jetzt wird noch das Auto abgestöpselt. Ein zweites Mal oder ja, hoffentlich wieder das letzte Mal für heute. Und dann war es im Prinzip das gleiche wie in der Früh. Wieder Auto abstöpseln, wieder zum Sarglager fahren, wieder einen Sarg abholen. Zum Glück war das Heim auch nicht so weit entfernt. Das heißt, wir waren relativ schnell vor Ort. Der Verstorbene war in einem extra gekühlten Raum im Keller und nach nicht mal 10 Minuten waren wir dann auch wieder weg. Das war dann tatsächlich die letzte Abholung des Tages. Es kam nichts mehr rein und so ging ein ziemlich langer Tag für uns zu Ende.
So, das war's auch schon mit der Abholung. Wir haben gerade einen älteren Herrn aus dem Altenheim abgeholt. War tatsächlich nicht mehr sonderlich schwer. Der alte Mann hatte die letzten Tage wirklich nicht mehr viel gegessen und war dementsprechend auch leicht. Das ist schon krass, wenn man sich's mal vorstellt. Heute früh, als wir noch aus dem Krankenhaus den anderen Verstorbenen abgeholt haben, hat er einfach noch gelebt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist irgendwie krass zu wissen. Und jetzt dann einfach am gleichen Abend kommen wir dann da vorbei und holen den auch noch ab, obwohl er in der Früh noch gelebt hat. War schon irgendwie, da ist dann auch ein bisschen komisches Gefühl. Aber gut, wir sind jetzt fertig für heute. Jetzt wird er noch bei uns dann beschriftet, damit auch wirklich klar ist, wer das ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann eingecremt noch das Gesicht und die Hände. Dann kommt er in die Kühlung und dann ist, glaube ich, auch endgültig Feierabend für heute. Oder, Uli? Kommt noch was rein? Nee, hoffentlich heute nicht mehr. Wir wollen dann auch Feierabend haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Und bis dahin, lasst euch gut gehen und ciao.